Herzlich willkommen. Ich wollte dich gerade fragen, machst du die Anmoderation? Aber gut, herzlich willkommen, Leute, zu einer weiteren Folge von State of Decay. Einmal Game restarten und das funktioniert wieder. Ja, verschlossen. Aber die Tür aufgebrochen. Ja, ich weiß nicht, woran es lag, keine Ahnung. Aber ich kann hier auch wieder nichts plündern. Ja, vielleicht brauchen wir erstmal das Haus oder so, damit man. Das kann sein, genau. Er hat uns hierher gefallen, haben wir zwar nicht ganz gesehen. Aber egal. So. Dann machen wir die Dings hier auf. Kein Ding. Ja, Gebiet wir müssen das Haus erkundet. jetzt sichern. Achso, doch, ich habe eine Waffe, alles klar. Ja, habe ich schon gesehen, dass man die Räume alle sichern muss. Okay, also die Häuser sehen alle gleich aus. Echt, ja? Also zumindest das Lagerhaus, das Haus, was als Lager in Frage kommt, sieht immer gleich aus. Egal welches Gebiet man spielt. Okay, das zählt also schon als beansprucht oder was? Als gesichert. Na klar, wir haben jeder Dings. Ich war unten und du warst oben. Durchsucht Bei das der hier mal Konsole eben. gab es in jedem Raum eigentlich einen Zombie. Ich habe auch erst gedacht, dass hier irgendwas ist. Aber wahrscheinlich So. nicht, wenn das unser Hauptpunkt ist. Dieses Haus hat eine gut gepflegte Hobbyküche, ein Hauptschlafzimmer, eine Doppelkoje, Oh, den nehmen wir, ein oder? Gerümpel, das ist draußen, das kann man zerlegen, dafür kriegt man einen weiteren Bauplatz und zwei Parkplätze. Beanspruchen. Juhu! Schwarz. Ah, doch. So, ich packe jetzt mal alles, was ich hier gefunden habe. Du hast das gefunden? Ach so, unterwegs meinst du. Jetzt sind Zombies hier, oder was? Jetzt Ich kämpfen sie. höre auf was, ja. Aber ich sehe ja keine. Sind bei dir Zombies? Wann? Okay. So, und diese Backpack, ne, wie heißen die? Backpack. Packsack, die muss man hier oben hinpacken. Komm mal kurz zu mir. Weil das ist wirklich wichtig. Das habe ich nämlich bei meinem Xbox-Spiel total verkackt. Weil ich habe zum Beispiel einen Backpack. Oh, ich hab, wie hieß es? Das ist doch völlig egal, Packsack. nimm einen Rucksack oder das ist doch völlig Schnuppe. Das hat Benzin und wenn ich es hier deposiere, kriege ich vier Benzin. Wenn man das nicht macht, kriegt man zwei Molotow-Cocktails raus und ein Benzin. Und Okay. Bauressourcen ist halt das Wichtigste, was wir jetzt als nächstes brauchen. Na dann, auf geht's. So, aber als nächstes heißt es, wir sollen hier diesen Dings da scouten. Wo ist das? Auf weit, weit unten. Naja, so weit ist es nicht. Machen wir ohne Auto, würde ich sagen. Ja, ein bisschen. Übrigens, die Türen schließen sich meistens nicht sofort wieder. Deswegen klettere ich immer gerne über die Mauer. Dann können wir später einen Garten pflanzen, ne? Na dann, auf geht's. So, die anderen sollten jetzt hoffentlich drinnen bleiben. Denk dran, du bist hier, um deinem Freund zu helfen. Versuch ihn am Leben zu halten und hilf seiner Gemeinschaft. Fick dich, Game, Alter. Wir sind gleichwertig. Und hier hast du zum Beispiel. Warum hast du eigentlich die. Ich glaube, ich kann gar nichts finden in dem Spiel. Das wäre dumm. Na, dann kann ich es auf jeden Fall lassen. Dann spiele ich es alleine. Das wäre ja richtig dumm. Ich sehe die ganze Zeit immer nur goldene Container. Vielleicht kannst du irgendwo was einstellen. Lass mal hier links in diesen Gunshop einfach mal gucken, ob man da. Da kann man ja sicher irgendwas mitnehmen. Lol, wie der hochgeflogen ist bei dir auch? Ne. Ups. Da ist ja richtig dunkel. So, ich kann Nö. ja mal schauen, ob man hier Alles irgendwelche golden. Ich kann gar Settings nichts machen kann. mitnehmen. Gastoption, stumm, Spielerkarte. Hast du gehört? Ja, ich sag ja gerade, dass ich gucke, ob man hier irgendwelche Settings machen kann, dass dich Boah, irgendwie was berechtigt. dunkel! Doch, hier kann ich was durchsuchen. Aber ganz, ganz Echt? wenig nur. Okay, aber das war auch blau, das konnte ich nicht machen. Das ist Tüte ja mit interessant. Das hier ist auch blau. Okay, also gibt es Sachen, die nur du Dünger. Ah, siehst und okay. nur ich sehe. Das ist doch schön. Ich doch Ich nicht komme ganz. hier raus. Ja, hier ist auch noch ganz viel Gold. Das Hä? Wo waren ein das? Pumpgun. Da.
Machst du immer mit Schnellsuche oder machst du ohne Schnellsuche? Wenn du Schnellsuche machst, das ist lauter, ich weiß. Mal schlägt's fehl und dann kommen Zombies auf der anderen. Oh, ich habe ja auch eine Shotgun, eine Schrotflinte. Okay, also das ist. Alter, was ist denn das für eine Taschenlampe? Ich sehe ja mal gar nichts hier. So, da kommt ein Zombie rein. Hier war übrigens noch eine riesige goldene Kiste, ne? Die hast du gar nicht mitgenommen. Nimmst du das alles nicht mit? Hast du da keinen Bock drauf? Eigentlich alles. Naja, da war noch eine riesige goldene Kiste da, wo du gesagt hast, dass das blau ist für mich. Ein Packsack, sehr gut. Komm mal back zurück. Da hinten in der Waffenkammer quasi. Ach da. Aber Größe hat nichts zu sagen. Ich habe keinen Platz mehr. Munitionsressourcen. Achso, ich kann was ausrüsten. Zombies kommen. Und wahrscheinlich am Hintereingang. So, wir haben wir noch ein Container fehlt hier noch. Ein Container fehlt hier noch irgendwo. Ist das egal? Na, wir können hier immer wieder rein. Okay, naja gut, wir wollten, das stimmt, wir wollten ja nur gucken. Hier aber den Fahnenmast, damit wir die Quest wenigstens abschließen. Ist das hier schon? Tatsache. Ja, ja. Bis ganz nach oben? Holy shit. Wenn du die Renntaste drückst beim Klettern, dann macht er auch schneller. Das ist mega weit oben, meine ich aber nur. I need a rest. Do zombies even have to eat, do you think, or do they just like it? Erzählt dein Charakter dir auch was? Ob die Zombies essen müssen oder ob es ihnen einfach nur gefällt. Hat mir okay, meiner gerade. Kein random talk. Hat er das gleiche bei dir gesagt? Ja. So, wo guckst du? Nach links ist irgendwie ganz viel. Okay, ich will nur gucken. Ah ja, Tatsache. Das ist natürlich mega nice, dass wir das, oder denn das noch was? Dass wir das gleichzeitig erkunden können, weißt du? Mhm. Finde ich mega gut. Mega. Mega. Ultra. Eins fehlt noch? Eins fehlt noch, ne? Stimmt, aber er hat beim Dings gesagt, das war's. Letztes war es abgebrochen, hast du es gesehen? Nee. Oben rechts, diese Missionsding stand auf 2 von 3 und dann wie so ein rotes X, als ob es abgebrochen wurde. Läuft jetzt runter, glitschen, habe ich Cardio-Attributspunkt bekommen. Ja, cool. Kann man das also auch alles verbessern? Ja, also all die Punkte, die du am Anfang gesehen hast bei deinem Charakter. Wo sehe ich meinen Charakter? Weißt du das? Bei E sehe ich ja nur meine Tasche, ach, der Fähigkeiten mit Q. Wie sich mal in die Seiten fest, wenn er zu schnell, zu lange rennt. Guck mir das doch mal entspannt an, wenn wir bei uns im Haus sind. Die Roten hinterlassen. Hinterlassen oft so Zombie-Seuchen Proben. Sind die wertvoll, ja? Ich find's voll uncool, dass du das schon gespielt hast. Du hast ja den ersten Teil gespielt, das wird doch nicht viel anders sein. Natürlich. Ach, übrigens, du hast doch gesagt, wir haben nur 3 von 4 Leuten, ja? Mhm. Der vierte war der Verletzte wahrscheinlich. Ist der tot? So, wir haben. Okay. Na, lass das mal genau, lass das mal das Zeug wegbringen. Ja, der Packsack. Da haben wir ein bisschen Platz. Ich habe keinen Packsack. Hast du ja nur aus dem Container erst den Dings mitgenommen, ne? Mhm. Einlagern, Bolzen, Kiste mit Samen und Tüte mit Dünger. Achso, Flasche mit schlechtem Rum noch. Ups. Ich lasse mal alles da. Stimmt, ich habe 14 Schuss in der Waffe drin. Die kann ich behalten. So, Medikamente brauchen wir als nächstes. Machen wir irgendwie die Quests oder wie wollen wir das machen? Also erstmal Quests würde ich sagen. Okay. Danach, wenn wir erstmal die Grundsachen gemacht haben. Dann können wir ja scouten auch. Immerhin gibt es ja ein Friendly Fire. Ah, es ist auch hier gleich, okay. Ist aber eigentlich cool, dass wir so ein Haus auf dem Berg haben. Oh, nice, Cardio verbessert. Hier ist alles blau für mich. Na, rechts ist noch was Goldenes. Boah, die Hitbox, das hat mich schon im Tutorial mega genervt, dass das irgendwie super groß ist, die Hitbox. Gibt's hier, ich
muss die Grafik noch ein bisschen runterstellen, das ruckelt so krass bei mir. 15 FPS. Okay. Gibt es irgendwie einen Button alles mitnehmen, wenn man was durchsucht hat? Weißt du das? Auf ich der Konsole ging das, auf dem PC habe ich das nicht gesehen. So, schauen wir mal, ob wir irgendwo einen Zombie sehen. Noch ansonsten vielleicht noch wichtig zu erwähnen, wir haben so einen Wert, der heißt Einfluss. Ich weiß nicht, ob das beim ersten Teil auch schon so war. Und das ist quasi... Glaube, ja. Aber das der ist Einfluss ist quasi die Geldquelle. Ah, weil womit man was bauen kann, glaube ich, ne? Um handeln zu können oder sich irgendwas... Ups, jetzt. Yes. Super laut sind. Okay, hier sind irgendwo Zombies noch, heißt es. Gleich am Anfang wahrscheinlich, oder? Da. Das ist sehr auffällig, das... Huch! Okay. Die Zombies backen ein bisschen bei mir rum. Solange du nicht wieder rumbackst. Oh, ich habe einen ultraleichten Rucksack gefunden. Ach so. Ah, da haben wir einen Packsack. Geistesgegenwart kriegst du scheinbar, wenn du irgendwas erkundest. Ich habe leider nur Lebensmittel. Ja, mit dem. Das ist aber auch sehr gut. Und sonst machen wir Medizin als nächstes. Hier aber so ein Haus zu beanspruchen, das kostet so 250 bis 400 Einfluss und das finde ich extrem viel. Ein Container ist hier irgendwo noch. Wir sollten uns am besten immer irgendwie absprechen, wo hier noch Container sind. Naja, ich würde eh sagen, dass jeder von uns ja eh jeden Raum erkunden muss, weil die Container bei jedem ja anders sind. Na, du siehst es ja, ob die Gold sind oder nicht. Wie kann ich mein Backpack ablegen? Du kannst halt immer nur eins tragen. Ablegen. Na, ich habe ein Medikamentending gefunden. Da will ich lieber das mitnehmen. Hm. Ich weiß nicht, ob du, komm, hast du ein Backpack dabei? Ja. Okay. Jetzt hätte ich gedacht, du könntest hier meinen mitnehmen, den ich abgelegt habe. Das können wir auch mal ausprobieren, ob dieses Equipment tauschen kann. Aber an sich ist es ja eh, wir haben ja eh diese gleiche Box. Den gleichen Spind. Ja, aber es geht ja darum, was wir mitnehmen, weißt du, was wichtiger ist. Ja, ja. Nee, was ich gerade komisch finde, ist, warum trennen die Sachen, die man findet, auf, wenn man letztendlich ja eh alles in eine Kiste packt? Weil es ja auch Leute gibt, die in der Tat nicht zusammenspielen. Weißt du? Aber dann spielt man doch kein Multiplayer zusammen. Warum nicht? Jeder will vielleicht dann... Wo kann ich das Zeug hinpacken? Lager? Wo kann ich das Zeug hinpacken? Also das Schließfach hinter mir und das Backpack ist eigentlich hier in der Mitte, wenn du eins dabei hast. In der Mitte? Wie soll ich das einfach nur hinlegen oder was? Ablegen? Also bei mir leuchtet da dann immer ein oranges Symbol, wo steht Backpack ablegen. Nö, bei mir ist nichts. Kannst du da... Okay. Keine Ahnung, wenn ich es mal ablege. Lol, hast du hingelegt, das sieht lustig aus. Chemische Reinigungsmittel nehmen. Jedenfalls kannst du sie mitnehmen, das ist gut. Okay, ja, und da jetzt hat das reingemacht. Ja, das ist ja echt dumm, dass man. Hast du da irgendwie noch mehr Einstellungen? Ich find's dumm, wenn ich hier so benachteiligt werde. Dann habe ich ehrlich gesagt gar keinen Bock drauf. Naja, so viele, ist es ja bisher nur das, was da nicht geht, ja. Wenn mir so viele Funktionen, wird noch mehr kommen, gehe ich von aus. So, ansonsten beginne mit dem Bau einer Krankenstation, okay. Auch das gehe ich davon aus, was wieder nur du machen können. Siehst du denn die Quest oben? Ja, aber selbst wenn ich hier drin stehe, kann ich nichts machen. Hm. Na, das ist ziemlich dumm. Bin gerade ein bisschen angepisst. Okay, das dauert jetzt aber bestimmt eine halbe Stunde, bis man es machen kann, ja. Was steht bei dir irgendwo was? Einer. Da kommt jemand. Ja, da kommt jetzt einer und baut. Okay. Flüchtling. Da unten. Wo ist der denn? Unten rechts. Ach, da. Ach, sogar eine Mission, eine richtige. Ich dachte, das wäre einfach nur so ein Hilferuf. Na gut, auf geht's. Ja, das ist noch so eine Art Tutorial. Huch. Rechts ist noch Tutorial? Oh, du hast eine Handaxt, nice. Wo hast du denn die hier? Hier hatte mein Charakter war standardmäßig. Im Kofferraum ist das für dich? Aber das siehst du doch auch, oder? Wenn da was leuchtet. Ja, ja, ja. Aber erst, wenn ich relativ nah dran bin. Echt? Crazy. Crazy. Oh, das war ja schnell, die Krankenstation zu bauen. Aber gut, ich habe mir ja auch einen gemacht mit Mechanik 5 schon. Eine mit Kochen 5. Ja, schon wieder was, wo du vorbei. Du achtest da gar nicht drauf, oder? Habe ich das Gefühl. Doch, aber
die Mission ist ja jetzt erstmal wichtiger. Ach. Und in so einem Kofferraum findet man ja in der Regel keinen von diesen Packsäcken, die wichtiger sind. Ah, hier sind gleich mehrere Leute, oder was? Neutral. Ozi, wer ist Ozi? Schlägst du dich da mit jemandem? Ja, weil du ja alles irgendwie ignorierst, was ich irgendwie gar nicht so cool finde. Wo ignoriere ich dir was? Ich ignoriere gar nichts. Da kam dir ein Zombie hinterhergelaufen. Hab ich gar nicht gesehen. Ich habe nur die Leute gesehen. Das ist Ozi. Ozi, soll ich eine Probe geben? Und finde raus, was eine Probe braucht. Ich glaube, wir können uns darum kümmern. Soll ich eine Probe suchen? Eine Handaxt. Ja, und diese solchen Zombies sind diese roten. Hm. Ja. Armbrustmunition. Schick. Vielleicht drei fahren. Wir sind bei 16 Minuten. Was meinst du, eine Pause? Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir sollten die 20 Minuten immer so etwa machen, oder? Okay. Ach, ist das dumm, dass ich immer nur ein Backpack dabei haben kann? Das ist ein Aufbrechen. Das, damit zerlegst du es in Einzelteilen, aber das ist, wie gesagt, das sollst du nicht machen. Weil dann kriegst du nicht diese Ressourcen, die du brauchst, um sie in deine Kiste zu bringen. Ich krieg sie ja eh nicht. Ich hab gar keinen Platz dafür, warum nicht? Ja, aber ich krieg's ja auch nicht. Und dann fehlen nämlich die Ressourcen, das war nämlich das Problem, was wir auf der Xbox gemacht haben. Da ist kein Platz hier. Da hab ich mein Packsack kaputt gemacht und kann trotzdem nichts mitnehmen. Diesen Kochtopf kann ich nicht mitnehmen, obwohl er steht neben. Aber irgendwie habe ich keinen Platz dafür angeblich. Naja. Ne, lass mal so 20 Minuten machen. Ich glaube, am Anfang zumindest. Oh, Alter. Hier draußen sind noch Sachen, wo du was nehmen kannst. Hm. Eine Waffe. Benzin hätte, aber ich habe keinen Platz mehr. Ich habe wirklich keinen. Ich brauche einen größeren Rucksack. Materialien, sehr gut. Baumaterialien. Wie kannst du so viel Platz haben, Alter? Na, ich nehme halt nur die wichtigen Sachen mit. Alles ist wichtig. No way I can fit this. So, na dann Richtung Haupt. Schon mal gucken. Ob hier eine andere Waffe. Ups. No room for that. No way I can fit that. Hä? Irgendwie habe ich gar keinen Platz mehr für irgendwas. Du hast doch 8 Slots. 8? Na, 6 und 2, die du im Schnellmenü hast. Unten die. Das sind ja die Futterdinger. Ach, die hast du von abgelegt? Ja, ja, die habe ich ja vorhin gemeint. Die lege ich mal ab. No room for that. Weil man ist ja eh nah des Homes. Ah, hier sind noch Dings. Dafür habe ich. Du sollst das auch ablegen, Alter. The fuck? Where should I put this? Eieiei. No way I could get this. Spritz. Aber manchmal ist der Typ ein bisschen komisch. Also ich würde jetzt Richtung Heimat gehen. Naja, ich komm mit. Brauch halt nur ein bisschen. So, aber Dings würde ich jetzt nicht wegpacken wollen. Kann ich das ablegen? Ja. Dann lege ich das ab. Dann kann es nämlich jeder von uns einsammeln und ich nehme das normale mit. Da ist rot. Da ist ein roter. Vielleicht hinterlässt er uns mal eine Seuchenprobe. Oh cool, ich habe Cardio auf Max Level jetzt. Yes, er hat eine Seuchenprobe dabei. Danke, dass du mir die Möglichkeit gelassen hast, den auch mal zu sehen. Hey, das ist der gleiche Zombie, nur dass er rote Augen hat statt gelbe. Ja und? Hier sind doch jeder zweite und den ist doch rot. Nö, ich habe bisher noch keinen gesehen. So, was schmeiß ich weg? Ich gehe wieder zurück ins Lager. Ach, da sollen wir zu dem Typen gehen.
Ah, ich bringe mal kurz das Zeug alles weg und dann kann man da auch mal kurz einen Cut machen. Hm. Kack. Voll dumm, dass man die Skills alle so easy verbessern kann. Tja, sehr toll, dass ich das nicht ablegen kann. Wie alt ist das Spiel eigentlich? Ein halbes Jahr. Wen quatschst du da? Ich lese hier was. Medikamente, sagt er, das ist noch gering, okay. Passive Heilung in der Gemeinschaft, einem solchen Behandlungsbett, mir die zwei minus zwei Medikamente pro Tag. Naja. Puh, okay. Also wir brauchen ganz schön viele Ressourcen. Mhm. Na gut, machen wir erstmal eine kurze Pause. Und gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao.